Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und damit beende ich, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ. Wenn die Leute des Paradieses das Paradies betreten, يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ, wollt ihr, dass ich euch etwas mehr gebe als das, was ihr schon habt? Subhanallah, die sind im Paradies, die haben Paradiesjungfrauen. Und wie schön sind diese Frauen, Allahu Akbar. Aber inshallah, das ist nicht jugendfrei. Nächstes Mal, inshallah, ta'ala. Und noch mehr, liebe Geschwister, sie haben im Paradies die leckersten, vorzüglichsten Früchte. Es gibt im Paradies keine Grenze für den Genuss. Der Genuss ist immer besser als der vorige Genuss. Allahu Akbar. Keine Grenzen des Genusses. Wenn du jetzt Hunger hast auf eine bestimmte Speise, du isst ein, zwei Teller und danach kannst du nicht mehr. Richtig? Der Genuss sinkt. Aber im Paradies steigt der Genuss immer mehr. Allahu Akbar. Allah erschafft keine Langeweile im Paradies. Wenn sie das Paradies betreten und sie haben alles im Paradies, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen, begehrt ihr noch mehr? Begehrt ihr meine Diener noch mehr? Dann sagen sie, يقولون, ألم تبيد وجوهنا, habt ihr, hast du ja Allah subhanahu wa ta'ala nicht unsere Gesichter schon erhellt? ألم تبيد وجوهنا, ألم تدخلنا الجنة, und hast du uns nicht schon bereits in das Paradies eingehen lassen? Hast du uns nicht bereits in das Paradies eingehen lassen? وتنجينا من النار, und du hast uns vor dem Höllenfeuer gerettet, bewahrt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فيكشف الحجاب, dann wird der Schleier genommen zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und den Dienern, und dann heißt es in der Überlieferung, فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل, dann werden sie das Gesicht von Allah subhanahu wa ta'ala sehen, und nichts ist ihnen lieber als dieser Blick zu Allah ihrem Herrn. Das bedeutet, das gesamte Paradies hätte keinen Wert, wenn es nicht was geben würde, den Blick zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn du gefragt wirst, was ist das Beste, was du im Paradies hast, dann sagst du nicht die Paradiesjungfrau, sondern du sagst den Blick zu Allah subhanahu wa ta'ala.